Na, rat mal, was wir heute machen. Wir lassen uns doch mal von diesem Ghosthaus hier verarschen. Das ist aber eigentlich ein gutes Ghosthaus. So, die Räume, denen wir uns hier zu stellen haben, sind zwar ein wenig redundant. Boah, das Witzige ist einfach, dass ich so Wörter wie redundant erklären kann. Oh, wunderbar. Wisst ihr, was merkwürdig ist? Wenn man so Latein und Griechisch kann, ne? Dann sind so alle Fachwörter, die man mal so gelernt hat, eigentlich totaler Quatsch. Zum Beispiel Pinguin. Kennt ihr Pinguine? Pingwist. Das kommt von... Weiß ich nicht. Also ich hatte neulich mit Mulibert mal drüber geredet und er hat dann irgendwie versucht, auf so einem etymologischen Lexikon irgendwas anderes abzuleiten. Aber ich bin der Meinung, dass Pinguin vom lateinischen Wort Pingwist kommt, was im Endeffekt, ja, das habe ich schon gesagt, eigentlich nicht mehr heißt als fett. Also Adjektiv fett. Pinguis heißt fett. Deswegen ist ein Pinguin eigentlich auch nichts weiter als ein fetter Vogel. Denk mal drüber nach. Genau. Oder zum Beispiel Hippopotamus. Hippopotamus. Hippo, Pferd und Potamus. Ich habe keine Ahnung, wie die Endung aussieht. So, ich schmeiße mich mal hier in den Torf. Weil das wird nämlich sonst ein bisschen merkwürdig. Okay, wo war ich gerade? Kommt das von Potamus? Ich glaube, Us im Griechischen. Potamos? Potamus? Aus dem Usi wird ein Osi. Ja, ihr wisst schon. Das heißt einfach Flusspferd. Und du denkst, boah, Hippopotamus, ey, voll der lange Name. Am Arsch. Das hat überhaupt nichts zu sagen. Und du sitzt dann da und denkst dir, boah, ich fühle mich gerade so, als würde ich die ganze Welt erklären können. Und dieses Gefühl hat man, wenn man eine hohe Vokabelkenntnis im Lateinischen hat und im Griechischen. Und dann fängt man einfach an, solche Dinge zu wissen. Und dann erschließt sich das alles. Und du siehst dann überall Querverstrebungen und weißt dann einfach, die ganze Welt zu erklären. So ist, wie gesagt, fühlst du dich dann so. Okay, jetzt muss der Erklärbär hier aber erstmal wieder ein bisschen Mario rallen. Wie war das? Jetzt, genau. Jetzt sind wir in Raum 2. Wie bin ich denn in Raum 3 eigentlich nochmal gekommen? Irgendwie ging das. Auf Rezept. Nee. Also für Cape-Besitzer ist das hier schon ziemlich gediegen. So, jetzt fängt es nämlich an zu klingeln. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo müssen wir denn hier genau hin? Also ich könnte theoretisch da hinten in das Exit. Das hier. Das eigentlich hier wäre. Genau, das habe ich aber nicht gemacht. Ich gehe mal hier rein. So, jetzt sind wir nämlich hier. Sigi. Dann machen wir das einfach mal. Jetzt bin ich ja voll ausgerüstet. Und kann mich hier allen Gemeinheiten stellen. Jetzt haben wir hier nämlich das X. Und hier haben wir genau das hier. So. Dann ist hier... Ich mach das einfach mal. Okay. Exit. Gut. Puh, war ja im Endeffekt dann doch nicht so schwer, ne? Also, ja, wenn man es dann hinterher weiß, ist es dann eine ganz andere Geschichte. Okay. Und ab dafür. Ja, ich hatte hier einen Safe geladen, wo ich das Exit, also das Normal Exit noch nicht hatte. Und jetzt müssen wir das normal machen. Ah. Für alle von euch, die jetzt gerade nicht mitgedacht haben, wir haben gerade durch unsere Aktion das Normal Exit aktiviert. Und nicht das Secret Exit. Das ist natürlich ultra schädlich, ne? Das macht keinen Spaß. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier Secret Exit hinkriegen. Also.
Ich gehe mal nicht davon aus, dass es so einfach zu finden sein wird. Aber wir müssen auf jeden Fall in den X-Raum. Denn, falls ihr das gemerkt habt, und wahrscheinlich habt ihr das gemerkt, weil ihr genauso aufmerksame Menschen seid wie ich, wir wurden ja im letzten Part von zwei Geistern gefletscht. Und das Problem bei der Sache ist, im eigentlichen Raum, wo wir gerade waren, war an dieser Stelle nur ein Geist. Das heißt, da haben wir eine kleine Änderung. Deswegen glaube ich, dass, wenn wir vom X-Raum in den letzten Raum gehen, also in diesen Raum hier, dass die sich dann doch wieder voneinander unterscheiden. Tja, klingt komisch, ist aber so. Wie hatte ich eigentlich das geschafft beim letzten Mal? Okay. Ran an den Speck. Ich glaube, dass es doch erstmal ganz cool ist, da in diesen anderen Raum zu kommen. Ja. Was ich aber mal machen kann, damit wir hier nicht nochmal ein Part sitzen, ist hier einfach ein Safe zu machen. So. Versuchen wir mal das hier. Nicht immer das erste nehmen. So, jetzt frage ich mich, ob wir hier jetzt in einem anderen Raum sind. Ich gehe einfach mal pro forma hier runter. Da ist ein Fragezeichen. Hier ist wieder das. Nee, das ist genau das gleiche hier wieder. Okay. Deswegen gehe ich jetzt Schritt 2, den wir machen können, hier mal rein. Okay. Nicht sonderlich erquickend. Ja. Also, wir müssen schon definitiv... Warte mal. Wenn wir jetzt hier reingehen. Haben wir hier einen Switch? Ja. Okay. Ich drücke mal den Switch und gehe dann in das Exit, was da links war. Das hier. Mir fehlt echt die nötige Langeweile für sowas. Aber okay. Dann hauen wir mal rein hier. Zwei Mini-Jumps heute übrigens, ne? Ach, guck mal! Das ist doch schön hier. So ein geiler Scheiß. Secret Exit hingekriegt. Machen wir erstmal Lunas Oasis. Diddle ding, diddle ding, ding. Heute ohne Yoshi, natürlich, was sonst? Rein hier. Oase. Ich lasse mich erstmal verhauen von ihm. Ja, ist okay. Careful how you handle things in this level or it will happen that you get trapped. Go scouting first. Ja, das ist so ein bisschen auch die Dark Souls Mentalität hier, ne? Dass einfach schlechtes Leveldesign gemacht wird. Und dann ist damit erklärt, so von wegen, ja, ja, ist eben Dark Souls. Ja, am Arsch! Das ist einfach schlecht, tut mir leid, da gibt's auch keine Diskussionsrahmen. Und diese Floskel, das ist eben Dark Souls, bedeutet für mich einfach, ja, da hat einfach irgendjemand nicht zu Ende gedacht. Egal, haben wir prototypisch einfach mal irgendeinen Namen für dieses Spiel. Okay, das war übrigens dumm. Hier hätte ich erstmal gucken sollen, aber ich habe ja auch eine Feder. Also alles, was ich mit dem Ballon machen kann, kann ich mit der Feder auch. Ich fühle mich gerade stark. So, jetzt hätte ich hier gerne einen P-Switch irgendwo. Das war pure Dummheit. Dummheit in ihrer Reihenform.
Okay. Ich schätze mal, ich werde hier zum Zielscheißen ermuntert. Ja, das ist übrigens auch nicht so geil. Warte mal. Aha. Yes! Dann gehen wir mal mit diesem Fashion Boy einfach mal zurück. Und ab dafür. Hätte ich jetzt gedacht, aber ist nicht. Es reicht an Anlauf, ich kenne das Spiel. So. Ja. Jetzt vielleicht keine 5-Sterne-Nummer, die ich hier abgezogen habe, aber ist okay. Hauptsache, wir kommen irgendwie an unser Ziel. Und das war sowas von scheiße jetzt. Also, ich finde gar keine Worte dafür, wie scheiße das war. Dann gucken wir mal nach anderen Alternativen. Erleben ist ja nicht immer nur schlimm. So. Hier gehen wir rüber. So ist es ja auch gedacht. Ah, das geht auch so. Da muss ich nicht alles aktiviert haben. Ein Pfeil nach unten bedeutet mir, hast du fein gemacht. Okay. Ich danke jetzt schon hierfür. Ah, okay. Hey, ich gehe einfach mal weiter. Vielleicht haben wir ja noch mal irgendwo sowas hier. Nö. Ah, okay, danke. Ach. Tut mir leid, Leute, ich kann heute nur in irgendwelchen Soundeffekten antworten. Hä? Okay. Hi, ich bin's wieder. Okay. How careful are you handle things in this level, or it will happen that you get trapped. Go scouting first. Hier sind wir wieder. Schön. Einfach alles nochmal machen. Yay. Was aber jetzt nicht so schlimm ist, weil wir es ja beim ersten Mal nicht hingekriegt haben. Weil wir da ja direkt in die Exkremente gelaufen sind. Und zwar mit vollem Schwung. Deswegen... Warte mal. Deswegen holen wir uns mal hier direkt den P-Switch. Da müssen wir auch gar nicht mit dem Ballon fliegen und nix. So rein in den Tümpel. Tümpelkönig! Oh, ich habe auch noch Zeitdruck. Das ist ja fein. Mensch, was wäre Leben ohne Zeitdruck? Ja, voll langweilig. Okay. Oh ne, du gehst mir jetzt hier gerade mal aus der Sonne. What? The fuck? Oh, danke für den Mond. Ich würde aber gerne diesen Level schaffen. Innerhalb von 60 Sekunden noch. Das wäre sehr nice. Ah, zwei davon gleich. Einen werde ich sowieso gleich wieder verlieren, deswegen nehme ich mal lieber zwei mit. Ich werde ihn verlieren, Erklärung Doppelpunkt, weil ich gleich sterben werde. So, jetzt sind wir wieder hier, aber da bin ich ja vorher noch lang. Oh. Jetzt sag nicht, dass darüber fliegen irgendwie doof war. Ihr werdet mich niemals kriegen! Morgen.